Also ich glaube, es sind zwei Holzkohle. Verstehst du, was ich jetzt wieder vorhab? Richtig. Wir dürfen natürlich noch keine Fließbänder bauen, das muss klar sein. Aber dann könnten wir hier zum Beispiel einen Depotausgang hinmachen. Sagen, wir bauen hier einen Inserter hin. Ich mache mal schräg. Genau. Lass mal erstmal in Ruhe bauen. Oder waren es zwei Erze? Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich weiß es nicht. Und ich kann es auch nicht nachvollziehen. Hier kannst du es jetzt sehen. Ist meine Idee geil? Nein. Natürlich nicht. Ich muss ja nicht gleich so einen Krach machen. Ich weiß nicht, wie man das machen soll. So schlecht war die Idee ja nicht, ne? Wenn man mal so ganz genau ist, war die Idee so schlecht ja nicht. Ich bin immer sehr schnell mit dem Abreißen, das will ich unumwunden zugeben. Weil gedanklich hatte ich eben die Zuführung von hier. Aber man kann natürlich auch mal so... Ja, ich weiß, da liegt jetzt ein Teil rum, das geht natürlich nicht. So, indem man dann nämlich sagt, ich gehe nach... So. Das heißt, hier haben wir die Kohlezuführung. Was fehlt dir? Maschinenteile. Moment. Ich kann zufällig welche rausstellen. Ich habe noch welche da. Maschinenteile. Ich stelle mal wieder so 20 raus. Hier ist ja gerade nicht viel los. Das geht ja. Dafür haben wir Erze ohne Ende. Und diese neuen Erze, da weiß ich auch noch nicht so genau, was wir damit machen. Die sind ganz neu. Die werden auf jeden Fall nicht geschmolzen. Das kann ich schon mal sagen. So, ihr seht, den Lager hier ist voll. Aber wenn er kein Ausgangslager hat, kann ich hiermit gar nicht mehr... Ich kann nicht mehr reingucken. Das ging früher. Ich bin mir felsenfest sicher. Also der ist brechend voll. Das heißt, alle Holzbretter, die jetzt hergestellt werden, gehen wieder in die Kohleproduktion. So. Ich würde auch so gerne mal mit Eisenbahn arbeiten, ne? So, das Ausgangslager ist noch nicht bestückt. Wenn das können wir, wenn wir wollen, können wir das natürlich schon mal tun. Weil hier kann ja nicht viel schief gehen. Ne? Das Ding ist im Weg, das ist mir natürlich klar, aber... So, und das sammelt sich da jetzt. Das ist ja schön, so mit so einem krummen Fließband. Genau, das wird da reingelegt. Und hier müssen eigentlich nur noch Erze rein und dann könnte das losgehen. Thank you.
Ich bin gerade am Überlegen, ob ich hier vielleicht zwei Depots hinbaue. Also wenn ich eins weitergehe, würde noch nicht so viel kaputt gehen, ne? Eins ging noch. Oder? Eins ging noch. Auf der anderen Seite. Nochmal langsam. Wenn ich jetzt hier ein Depot hinbaue. Die müssen ja auch befüllt werden. Die müssen ja in dem Fall... Das ging. Selbst hier ging es noch. Also die Überlegung ist halt, ich brauche eigentlich nur ein Depot hier. Hier ist auch noch Straße, ne? Also ich muss, nee, komm, das wird nichts. Also ich könnte hier ein Depot hinbauen. Hier käme dann der Inserter hin. Was modst du? Veredeltes Holzteil, ja. Habe ich nicht mehr. Noch natürlich habe ich noch hunderte von. Wo haben wir es denn? Das veredelte Holzteil. So. Kann mal eingelagert werden. Ja, Ton haben wir ja auch ganz viel. Das geht. Sehr gut. Was haben wir denn wieder? Ja, hier unten ist noch kein Eingangslager. Das ist auch okay. Wir haben noch keine... Wir müssen das erstmal ein bisschen aufräumen hier. Wir haben hier den Weg. Das ist ja kein wichtiger Weg hier. Kann man ja nicht sagen. Aber wir wollen es ja... auch ein bisschen realistischer. Wenn ich aber hier arbeite, ne? Also ich kann das jetzt hier nicht durchziehen, weil... oder ich muss es durchziehen. Ich bin die ganze Zeit... So, die Idee, ne? Kann ich das irgendwie weiter automatisieren? Also kann ich zum Beispiel hier ein Fließband anlaufen lassen kommen, wo sämtliche Erze drauf sind? Ne? Dass wir noch irgendwo hier so ein Pufferlager machen, wo dann diese Erze ankommen. Das heißt, alle Erze, die wir jetzt nicht weiter fördern, also Kupfer und Gold, die werden sozusagen händisch hier reingelegt. Die werden dann hier an der Maschine geschmolzen und wegtransportiert. Und wenn wir dann hinterher in die... ja, dann können wir in die Eisenerzproduktion sozusagen gehen. Und das Ding muss fortgeführt werden zu einem anderen Ofen, wo wir dann den Ton, ne, den Olaf, verarbeiten können, damit wir den Ton wegkriegen. Ich meine, die können wir ja fortführen und hier unten können wir ja den Tonofen dran machen. Das sähe dann ungefähr so aus. Ein Inserter.
Muss halt nur aufpassen, dass ich da hinten nicht in Konflikt komme, wenn ich sage, ich mache noch einen dritten Holz oder einen vierten Bretterbereiter. Wobei, warte mal, ich könnte doch hier... Ich könnte doch auch sagen, okay. Und dann machen wir hier einen Inserter dran, weißt du? So. Und dann nehmen wir den Fließband. Davon haben wir ja hoffentlich noch ein paar. Nee, davon haben wir nicht mehr genug. Da müssen wir auch noch welche rausbuddeln. Wir haben doch keine Sorge. Den müssen wir nicht herstellen, aber... Und wie ich ja am Anfang sagte, es wird sich alles schön verteilen. Nee, aber dann kann ich ja... Was haben wir jetzt wieder genommen? Mann! Fussel, du Vollidiot! Jetzt konzentrier dich mal. Du willst so einen Scheißofen haben. So. Oh. Mann. Das ist immer so ätzend, wenn man da so Flüchtigkeitsfehler macht. Neben den Fehlern, die das Spiel hat. So, und... So, haben wir jetzt. Fließbänder, sind sie draußen? Nein, nicht abknicken. So. Ich kann ein bisschen nachproduzieren. Siehst du, wird das auch frei. Sehr schön. Also, es läuft. Und hier brauchen wir einen Inserter, der das rausnimmt. Und zum Beispiel in ein Depot einlagert. Hier machen wir noch ein Depot neben. Mit einem Inserter raus. Ja, ja, ist nicht so einfach, ist nicht so einfach, ist nicht so einfach. Glaubt es mir, das ist nicht einfach. Steinblöcke fehlen. Gut, da können wir auch noch, die können wir auch noch herstellen, das kriegen wir alles hin. Alles machbar. Weil das Ding ist ja auch weg, ne? Wenn wir, lösen wir gleich auf wegen der Fließbänder, dann geht hier der Weg schön runter. Das wird ganz bezaubernd, wird das. Ja, und ihr seht, dieses Depot kann ich zum Beispiel anklicken. Das nicht. Das verwirrt mich. Naja. Ja, es ist nicht so schön, dass du mir jetzt meine Kohle da rausnimmst, ne? Also das möchte ich mal sagen, das gefällt mir überhaupt nicht. Jetzt hör auf damit. Weil die holen die Kohle da raus, weil die ja zurzeit noch nicht gebraucht wird. Und
Das ist doof. Lass das jetzt.